Ich bin wieder da. Ich weiß, es ist lange ruhig um mich geworden. Das letzte Video war zur Nvidia, ein Unboxing. Auch da hat der eine oder andere sich erstmal verwundert, die Augen rieben so. Ist er wieder da? Und ich kann es sagen, jein. Ich hatte jetzt wirklich eine sehr, sehr lange YouTube-Pause. Und das hat einen ganz banalen Hintergrund, dass YouTube mir als Hobby, Schrägstrich auch mittlerweile ja Arbeit, wie der eine oder andere weiß, einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich finde, wenn man sowas macht, dann darf es nicht nur um das Thema Kohle verdienen gehen, sondern es ist auch ganz essentiell, dass man dabei Spaß hat. Und YouTube war halt nicht mehr so wirklich für mich ein Modell, was mir persönlich Spaß bereitet hat. Hat sich aber jetzt wieder so ein bisschen geändert. Liegt aber auch daran, dass ich von dem Thema World of Tanks so ein bisschen weggekommen bin. Ich spiele nicht nur noch World of Tanks, ganz im Gegenteil, ich spiele eigentlich gar kein World of Tanks mehr, sondern ich spiele querbeet alles andere. Die Leute, die täglich meinen Twitch-Stream verfolgen, ich streame ja 6 Tage die Woche, 6-7 Stunden täglich, also dementsprechend eigentlich relativ viel, die wissen, dass ich keinen World of Tanks mehr aktuell spiele, dass ich nur noch andere Spiele spiele und das auch gut funktioniert und mir persönlich sehr viel Spaß bereitet. Und aufgrund dessen dachte ich mir, wenn ich das schon mache, will ich auch wieder ein bisschen YouTube pflegen. Nicht wegen irgendwelchen finanziellen Hintergründen. Wenn es darum gegangen wäre, hätte ich es im Dezember machen müssen, weil da gab es so gesehen am meisten Flints und jetzt im Januar gibt es am wenigsten, denn da zahlt YouTube am allerwenigsten logischerweise, weil alles Geld ist im Dezember rausgeflogen. Nein, wie gesagt, darum geht es mir nicht. Ich will einfach Spaß haben. Und deswegen will ich hier auf dem Kanal ab sofort wieder ein bisschen mehr bringen. Ich will wieder so ein paar Spiele bringen. Zwar jetzt keine Regelmäßigkeit mehr dabei. Nicht mehr wie früher jeden Tag 1, 2, teilweise sogar 3 Videos, die ich früher am Tag rausgeballert habe. Aber so in der Woche vielleicht 1, 2 Videos, einfach so wie ich Bock drauf habe. Das ein oder andere Spiel, was ihr noch nicht kennt. Vielleicht hat der ein oder andere dann eine Inspiration, der sagt, ja cool, habe ich noch nie gesehen, probiere ich mal aus. Wisst, tue ich es nicht. Wir werden es einfach ausprobieren. Und schön war aber zu lesen in dem letzten Video, auch wenn es wie gesagt gar kein Gaming-Content war, dass der eine oder andere gesagt hat, hey, dich gibt's noch, cool. Oder sogar sich im Stream auf Twitch hat blicken lassen und sagen, hey, ich habe zwar deinen YouTube-Kanal abonniert, aber ich habe nichts wirklich auf der Kette gehabt, dass du da streamst. Und auch das ist natürlich schön. Also wer da Bedarf hat, twitch.tv/alcaramba, einfach reinjoinen und Spaß haben. Aber wie gesagt, in Zukunft. Und darum geht es eigentlich in diesem kurzen Ankündigungsvideo. Ich bin wieder da, deutlich reduziert, aber das Abonnement ist zumindest nicht verloren. Wer sagt, er hat mich aber nur wegen World of Tanks abonniert zum Beispiel, ich glaube, da werdet ihr keinen Spaß mehr haben. Es kann sein, dass es mir irgendwann wieder richtig Bock macht. Ich gehe jetzt in dem Video auch nicht unbedingt auf alles ein, warum ich kein World of Tanks mehr spiele. Ich kann nur so viel sagen, ich finde World of Tanks einfach mittlerweile nach 21.000 Gefechten und 5 Jahre oder 6 Jahre Spielzeit immer langweilig und immer gleich. Es kommt keine Innovation, es kommt kein neuer Modus. Wenn ein neuer Modus reinkommt, dann wird der wieder rausgetan und so weiter und so fort. Also ich persönlich bin leider einfach ein bisschen überdrüssig, was das Thema World of Tanks angeht. Ja, das war's dann auch schon. Ist wie gesagt nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo. Ich kann euch vielleicht aber 3 Spiele sagen, auf die ich mich aktuell stark freue. Und zwar ist es Anthem, Anno und Division, das sind so meine 3 persönlichen Highlights für das erste Quartal und Tropico 6 auch noch. Ich liebe Tropico. Das sind so meine 4 persönlichen Highlights. Also auf jeden Fall werdet ihr davon definitiv hier was auf dem Kanal sehen. Was sonst so kommt, kann ich nie sagen. Wenn ein Spiel rauskommt, wo ich Bock drauf habe, das wird einfach gespielt. Und das ist so jetzt die Auslegung. Ich hoffe, ihr freut euch wieder drauf, ein bisschen mehr hier zu sehen. Wer mich täglich sehen will, kann es auf Twitch tun. Wer sagt, er will einfach den Ramba mal entspannt auf YouTube genießen, wie gesagt, da kommt wieder ein bisschen mehr. Es tut mir auch leid, ich weiß, der eine oder andere nimmt einem dann sowas sauer. Aber ich finde, man sollte mit Herz dahinter stehen und nicht nur das machen, weil man es der Gewohnheit macht, sondern wirklich, weil man sagt, ja, ich habe da Bock drauf. Zumindest ist das mein Gedankengang dazu, weil, ja, wie gesagt, sonst ist das alles nur Larifari. Daher sage ich jetzt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr freut euch wieder auf mehr. Falls nicht, kann ich es auch nicht ändern. Aber ich wünsche euch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, was bei euch gerade zutrifft. Ich sage schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder.